Ich durch das 0:1 Tipp 2. Das nächste Spiel hat auch einigen Zündstoff in sich, nämlich Rapid gegen Casino Salzburg. Die Mannschaft von Otto Baric kann nach dem Europacup-Erfolg über Royal Antwerpen natürlich mit viel Selbstvertrauen nach Wien kommen. Das Selbstvertrauen, das könnte der Rapid 11 fehlen, nicht zuletzt wegen der Vorfälle rund um die Finanzierungslage von Rapid. Bank Austria Generaldirektor Heiden hat ja eine Meldung losgelassen, die überall für Aufsehen gesorgt hat, und die Rapid-Fans haben heute reagiert. Sie haben aufgerufen, recht zahlreich zum Besuch zu kommen, um positiv zu reagieren, um Positives zu erwirken, und so hat es heute im Hanapi-Stadion ausgesehen. Roland Holzinger, einer der treuesten Rapid-Fans und auch im Rapid-Vorstand. In so einer Krise natürlich die große Hoffnung, die Rapid-Fans selbst, und ich glaube, die haben heute deklariert, auf sie ist Verlass. Ja, wenn ich mir so die Westtribüne anschaue, dann ist sie eigentlich relativ gut besetzt für die triste Situation, die derzeit bei Rapid gegeben ist. Ich kann nur in der Hinsicht sagen, dass ich hoffe, dass die Jugend, die sich zurzeit auf der Westtribüne findet, auch die Zukunft von Rapid ist, und dass die dem Verein im Umfeld den nötigen Rückhalt gibt, egal ob in Akustik oder im Dabeisein oder in der Mitgliedschaft. Gibt es irgendwelche konkrete Pläne, die der Fanclub Rapid vorhat in nächster Zeit? Ja, es ist so, dass diverse Fanclubs, die überregional gegeben sind, sprich in den diversen Bundesländern, noch mehr zusammengerückt sind, und wir zurzeit ein Programm ausarbeiten, ja, das in der zweiten Linie, sprich Vorstand, Mitglieder, VIP-Club, Fanclubs aktiv sind, und es ist ein entsprechendes Echo gegeben, auch wenn es zurzeit auf den Tribünen nicht vorhanden ist. Sie sind auch Rapid-Fan? Ja, begeisterter Rapid-Fan. Ja. Von wo kommen Sie? Aus Leipzig. Aus Leipzig? Wieso Rapid-Fan? Ja, seit 1985, seitdem in Dresden Rapid Wien gespielt hat, bin ich begeisterter Rapid-Fan, und mein erster Weg nach der Wende bei uns im Osten war der Weg zu Rapid nach Wien. Ja, bei beiden Mannschaften fehlen 5 Stammspieler. Solche Begeisterung wie von jenem Fan aus Leipzig, die brauchen die Hütteldorfer zurzeit mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft. Aber wie gesagt, auch bei den Salzburgern sind einige Stammspieler nicht dabei, wie Weber, Pfeifenberger, Reisinger, Artner und Fürsthal. Die Salzburger lassen sich keinerlei Müdigkeit nach dem Spiel in Antwerpen anmerken, auch wenn dieser Schuss von Stadler nicht gerade kraftvoll ausgefallen ist. Bei Rapid sind Kübauer, Kubica, Hatz, Mandreko und Schöttl nicht dabei. Barisic. Hört Nagel. Foul an Muschek. Und da gibt es die gelbe Karte für Alfred Hörner. Einige sehr ruppige Attacken in diesem Spiel. Ammerhauser war das. Der Ball noch abgefälscht von Petzl. Wir sehen es hier. Gefährlich, aber gut reagiert von Torhüter Michael Konzel. Foul an Hörtnagel jetzt. Otto Baric, ihn hält kaum auf der Bank, macht einiges für seinen Kreislauf, kommt immer wieder an die Linie. Hörtnagel, Sololauf, der Tiroler, fast wie um die Slalomstangen ist er da um seine Gegenspieler gekurbt, aber mehr als ein Eckball hat dabei nicht herausgeschaut. Rapid ist die aktivere Mannschaft, guter Schuss von Barisic. Weitschüsse sind seine Stärke, aber Otto Konrad in Europacup-Form. Foul von Aigner an dem jungen Gerald Obrecht, die zweite Spitze bei Rapid neben Sliwowski. Auch hier gibt es die gelbe Karte. Petzl versucht es einmal mit Gefühl. Er ist ja nur als Raubein verschrien. Auch einige Salzburger Anhänger sind mit nach Wien gekommen.
Ja, und feuchte Hände bekommt man bei diesem Spiel bisher nur durch den Nieselregen über dem Hanapi-Stadion. Handspiel hier bei diesem Vorstoß von Steiger. Handspiel von Feiersinger, dem Schützen des Tores in Antwerpen. Kopfball von Sliwowski, gerettet auf der Linie von Hermann Stadler. Und dann Abseitsstellung von Zisa. Die erste ganz große Möglichkeit nach diesem Freistoß. Sliwowski per Kopf, Stadler rettet auf der Linie. Sliwowski hätte mit einem Tor das halbe Dutzend an Treffern vollmachen können. So bleibt er vorerst bei 5 Toren. Ja, einige sehr, sehr harte Attacken. Auch hier gibt es die gelbe Karte. Muschek. Stadler gegen Libero Blitzenetz. Jurcevic und gerade noch abgeblockt. Abgeblockt von Marasek. Und aus diesem Eckball das 1:0 für die Salzburger. Das 1:0 durch Martin Ammerhauser. Hier noch einmal, Ammerhauser schwindelt sich da vor die Rapid-Verteidiger und erzielt das 1:0 für Salzburg. In der 40. Minute also 1:0 jetzt für die Gäste. Ja, jetzt viele Unsicherheiten in der Rapid-Abwehr. Hier wird auf Abseits entschieden, Pausenstand, also 1:0 für die Salzburger. Peter Adner, eine erste Spielhälfte ohne viel Höhepunkte, aber mit einer vielleicht glücklichen Führung für Salzburg. Ja, glücklich weiß ich nicht, aber ich bin der Meinung, wenn man 1:0 auswärts gegen Rapid führt, kann man zufrieden sein und ich hoffe, dass wir die 2 Punkte nach Hause bringen. Marasek. Rapid versucht jetzt noch initiativer zu werden. Die Mannschaft stürmt, aber all dieser Einsatz bringt keine großen Chancen. Foul an Ammerhauser begangen von Petzl. Hier noch einmal. Spiel bleibt weiter sehr hart. Hier wird Eigner genommen. Diese Attacke bringt das Blut von Otto Baric in Wallungen. Dreimal wurde hier gefoult, wird angezeigt. Und dann kommt der neue Spieler bei den Salzburgern, nämlich Korgalice aus Georgien. Ist bis Dezember einmal verpflichtet, soll zeigen, ob er zu den Salzburgern passt. Fehler von Winkelhofer und ein Foul an Obrecht. Aber Schiedsrichter Wieser lässt weiterspielen und kein vergnüglicher Nachmittag für Rapids Trainer Baumgartner. Wieder ein Foul, wieder einmal Hörtnagel und da gibt es Gelb-Rot für Alfred Hörtner. Hier dieses Vergehen an Ammerhauser. So, und für ihn gibt es also Arbeitszeitverkürzung, Hörtnagel in der Kabine, Rapid nur noch mit 10 Spielern und Otto Baric hat gezeigt, wie es jetzt geht, nur den Ball laufen lassen gegen einen dezimierten Gegner. Muschek befolgt das Rezept, ideal aufgelegt für Jurcevic und das ist das 2:0. 2:0 in der 70. Minute. Nikola Jurcevic nützt diese ideale Vorlage von Muschek zum 2:0 für die Salzburger. Hier noch einmal. Dann fliegt eine Leuchtrakete auf Otto Konrad.
Der Rapid-Anhang zeigt sich da wahrlich nicht von seiner besten Seite. Schiedsrichter Wieser irritiert. Und dann kommt Otto Konrad mit dem nächsten Gegenstand zu Schiedsrichter Wieser mit einer Eisenstange. Das Spiel am Rande des Abbruchs. Und dann 5 Minuten vor Schluss die endgültige Entscheidung. Leo Leiner, der frühere Rapid-Spieler, 3:0 für Salzburg. Gleich noch einmal. Kopfball von Leiner. Salzburg gewinnt mit 3:0 und Schiedsrichter Wieser ist froh, dass er das Spiel über die Runden gebracht hat. Schiedsrichter Wieser, für Sie heute kein leichtes Amt, ein hartes Spiel, Höhepunkt an die Ausschreitungen im Rapid-Sektor. Ich glaube, weit war das Spiel vom Abbruch nicht entfernt. Naja, ich möchte sagen, es war im sportlichen Rahmen noch, es ist kein Spieler getroffen worden, es sind Gegenstände hereingefallen, aber es sind sehr, sehr viele Leuchtraketen dann hereingekommen und ich habe halt versucht, mit aller Gewalt das Spiel über die Runde zu bringen. Ich glaube, sobald Leuchtraketen aufs Spielfeld fliegen, wird auch einem Schiedsrichter mulmig. Ja, richtig, mir ist es sehr mulmig geworden bei einer Situation, wo mir der Tormann, der Herr Konrad, irgendeine Leuchtrakete oder was in die Hand gegeben hat und dann habe ich nicht gewusst, was machen, habe sie aber nur schnell weggeschmissen wieder und ich glaube, da habe ich das Beste draus gemacht und das Spiel noch über Distanz gebracht. Ein Spiel, das mit dem Tipp 2 endet für die Toto-Freunde. Ja, und ich hoffe, ich bin jetzt im Hanapi-Stadion mit Michael Konsul und dem Otto Konrad verbunden, beiden Torhüter. Der eine kann lachen, der andere, dem geht es momentan nicht so gut. Michael, fangen wir leicht bei Ihnen an. Zu Beginn des Spiels hat es eigentlich noch ganz gut ausgeschaut, obwohl ich mir vorstellen kann, für Rapidler ist momentan schwer, sich zu motivieren. Also bis zu dem 1:0 hat es wirklich sehr gut ausgeschaut für uns. Wir haben recht passabel gespielt, wir wollten das Spiel an uns reißen und wir haben auch eine tolle Chance gehabt. Der Starter, glaube ich, hat auf der Linie gerettet. Und ja, können wir uns auch anschauen, Michi. Ja. Wenn Sie das mitkommentieren, der Barisic ist da. Das war ein schöner Kopfball. Und der wäre sicher drinnen gewesen und der Stadler ist goldrichtig gestanden und hat ihn abwehren können. Ja, Michael, ist das vielleicht auch symptomatisch dafür, wenn man so ein bisschen, man sagt so schön, im Faschiss ist, dann hat man auch kein Glück? Ja, scheinbar ist es so. Umgekehrt sieht man es wieder bei den Salzburgern. Sie haben das Glück und treffen die Stange und treffen die Innenstange und der Ball geht ins Tor. Sie haben bei diesem 1:0, das ja doch eine Vorentscheidung war in diesem Spiel, reklamiert. Warum? Können wir das vielleicht sehen auch? Da war dieses 1:0, der Kopfball von Ammerhauser. Michael, warum haben Sie da reklamiert? Ja, ich habe eigentlich nur deswegen reklamiert, weil ich eigentlich so macht, das war gegen den Kopfball. Wollte irgendeine Entscheidung von dem Schiedsrichter noch herbeirufen, vielleicht, dass der Ammerhauser noch wie ihn weggestoßen hätte, aber leider Gottes hat der Schiedsrichter zu gut aufgepasst. Wenn man jetzt die Leistung von Rapid insgesamt nimmt, Michael, was schaut da für die Mannschaft in der Zukunft heraus? An die muss man ja denken. Ja, wir können uns nur alle zusammensetzen und mit der Hilfe unserer Fans, die uns wieder tatenlos unterstützt haben und was soll man viel dazu sagen? Wir können nur am Spielfeld versuchen, unser Bestes zu geben, kämpfen, laufen, kratzen, zwicken und irgendwie versuchen, den Ball eben ins Netz zu kriegen. Momentan fehlt uns das Glück im Abschluss, denn Chancen haben wir sicherlich in jedem Spiel, nur fehlt uns das Glück, den Ball hineinzuschießen. Also ein Tor oder ein Sieg könnte da den Bann brechen, ne? Kann man wohl sagen. Ja, ich hoffe, dass es so ist. Gehen wir zum nächsten, Michael. Danke vorläufig. Der Otto Konrad, momentan ja erstens mal super Form, gratuliere noch nachträglich zum Europacup-Erfolg. Aber heute war es manchmal nicht ganz angenehm, da vor den Rapid-Anhängern, die es ja gut meinen, aber doch überschäumen, was Negatives machen. Na, ich glaube, dass das für Rapid sicherlich nicht unbedingt gut ist, wenn jetzt da solche Fans das Spiel irgendwie versuchen zu beeinflussen. Ich glaube nicht, dass es Rapid unbedingt notwendig hat, die Zuschauer zu mobilisieren und dann kommt es zu solchen Ausschreitungen. Wenn das so weitergeht, dann glaube ich, dass Rapid wahrscheinlich über 20, 25 Minuten nicht mehr hinauskommen wird. Sie meinen Abbruch und Strafverifizierungen? Ja, sicherlich. Das wäre im schlimmsten Fall nachher der nächste Schritt. Ich glaube nicht, dass Rapid das notwendig hat. Österreich braucht Rapid genauso wie viele andere Vereine. Ich hoffe nur, dass es Rapid wieder irgendwie schaffen wird. Der Schiedsrichter Wieser hat da ein bisschen Angst gehabt, nicht? Wie er die Rakete in der Hand gehabt hat. Haben Sie auch Angst gehabt, weil doch einige Gegenstände noch dazu hineingefallen sind?
Ja, das war eigentlich das Ausschlaggebende, wie diese Rakete nicht mehr gelegen ist, weil ich glaube, gerade mit solchen Dingen lässt sich nicht spaßen, weil wenn man hier getroffen wird, gibt es Verbrennungen und das, wie gesagt, das muss nicht sein. Nächstes Spiel, Otto? Nächstes Spiel haben wir jetzt nächste Woche gegen Admira Wacker. Und ja, ich hoffe, dass wir unsere Serie, unseren Lauf fortsetzen können. Dann könnten wir es vielleicht heuer mit dem Herbstmeistertitel zum dritten Mal hintereinander und nächstes Jahr dann mit voller Kraft auf Richtung Meistertitel. Es könnte wieder das große Duell gegen die Wiener Austria werden, wie man bis jetzt gesehen hat? Ja, Wiener Austria und Innsbruck sind sicherlich die Mitfavoriten. Okay, dann danke ich den beiden Torhütern, dass sie so nett waren und im Hanapi-Stadion ausgehört haben. Dem Michael Konzl wünsche ich viel Glück für die Zukunft, auch wenn er vielleicht im Team am Mittwoch zum Einsatz kommen sollte. Man weiß ja nie, was passiert. Danke euch beiden und viel Erfolg in den nächsten Spielen. Danke. Danke, wiederschön. So, das waren also die beiden Torhüter. Körpersprache von beiden hat viel gezeigt. Der eine hat einiges durchzumachen, der andere kann sich auf die nächsten Spiele freuen. Das Fußball.